Hallo René, danke für deine Einladung. Gerne. Wir machen so ein Interview heute zum ersten Mal von Autocross Germany. Da bedanke ich mich, dass du unser Versuchskaninchen bist. Und fangen wir mal an. Wie fühlt es sich denn jetzt an mit etwas Abstand, der Europameistertitel? Hast du es schon richtig realisiert? Ja, das Ganze haben wir natürlich realisiert. Und ich sage mal, das ist relativ schnell schon verflogen, weil die Konzentration schon wieder auf die neue Saison gelenkt ist, weil man sich eigentlich schon wieder auf den nächsten Schritt vorbereitet, auf die Saison 2015. Wir haben natürlich jetzt relativ spät die Meisterfeier in dem Sinn, natürlich gleich kombiniert mit der Präsentation vom neuen Fahrzeug. Und da freue ich mich natürlich, euch hier bei mir in der Schweiz einzuladen. Danke. Was war rückblickend für dich das schönste Rennen in der letzten Saison? Es ist schwierig zu sagen, was das schönste Rennen war. Es ist natürlich, Bauska war natürlich mit dem Sieg im Finale wirklich wunderschön, auch das Ganze zu erleben, die ganze Reise dorthin zu machen. Von hier haben wir 2.500 Kilometer knapp, das Ganze so zu erleben. Es gab natürlich auch Rennen wie Nürrath oder Prerow, wo für mich auch wahnsinnig cool oder spannend waren. Aus dem A-Finale sehr weit hinten gestartet, nach vorne fahren, wenn man zurückblickt, denkt, das war ein Wahnsinnsrennen oder das war wirklich eins von den coolen Rennen und das macht natürlich Spaß, darauf zurückzuschauen und zu sagen, die ganze Saison an für sich war wirklich gut. Okay. Im Hintergrund sehen wir das neue Auto noch abgedeckt. Sag mal etwas drüber. Ja, also wir haben alle mitgekriegt haben, arbeiten wir natürlich jetzt mit John Alford zusammen mit Fast and Speed mit dem neuen Fahrzeug. Zum Fahrzeug selbst erzähle ich so viel, dass im Prinzip viele Komponenten oder beziehungsweise das Konzept gleich geblieben ist mit dem Hayabusa Motor, auch mit dem Antriebsstrang von Maschinenbau Palmer und dem Motor von Tips Racing. Und da hoffen wir natürlich auf eine altbewährte Technik in dem Sinn vom letzten Jahr darauf zurückzugreifen, dass ich wirklich okay. Wo sehen wir dich denn das erste Mal mit dem neuen Auto? So wie sich gestern herausgestellt hat, werden wir in Maron in Frankreich nächste Woche am Start sein. Okay, sehr schön. Mit Bernd Stubbe zusammen? Ja, das ganze Fast and Speed Team wird da sein mit Bernd, mit Johnny und dann werden wir die ersten Einstellfahrten, die ersten Testfahrten machen. Wir haben noch keinen Rollout gehabt, also das wird alles diese Woche noch passieren und dann werden wir auf jeden Fall vorbereitet nächste Woche in Frankreich am Start sein. Okay. Dieses Jahr gibt es bei dir an der Klasse mit Sicherheit viele schnelle Autos. Wo siehst du dich? Ja, natürlich das klare Ziel ist, den Titel zu verteidigen. Das sagt sich zwar ganz einfach, ich habe gehört, dass sehr, sehr viele schnelle und starke Fahrer am Start sein werden. Auf jeden Fall ganz mit einem ganz starken Konkurrenten rechne ich mit Kevin, der letztes Jahr wirklich schnell unterwegs war. Und natürlich aus Frankreich habe ich gehört, dass die Franzosen ziemlich aufgerüstet haben mit Tafani und so weiter. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da herauskommt. Okay. Was hältst du von dem neuen Modus in der Europameisterschaft? Es kann zum Vorteil, aber natürlich auch zum Nachteil sein. Man muss einen Lauf mehr fahren auf jeden Fall. Das Fahrzeug mehr belastet und natürlich auch den Motor. Man wird schauen müssen, wie sich das in dem ersten Rennen in Zelo bewährt. Und ich bin selbst sehr gespannt, wie das ist. Plant ihr noch andere Starts außer der EM? Wir haben im Fokus natürlich die EM. Was dann so zwischendurch noch dazu kommt, das werden wir spontan entscheiden. Gut, ich denke, ihr seid gut gerüstet mit dem neuen Auto, mit diesem Gesamtpaket. Bist du mental schon darauf eingestellt, der Gejagte zu sein? Es ist für mich mental ein schönes Gefühl, mit der Startnummer 101 am Start zu stehen. Der Erste zu sein, der in das Zeittraining hineingeht. Und für mich ist das eigentlich eine positive Last in diesem Sinne. Und da freue ich mich drauf. Okay, René, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute. Du hast noch das abschließende Wort. Zum abschließenden Wort möchte ich sagen, dass ich selbst sehr gespannt bin auf das Fahrzeug, dass ich mich wirklich schon freue, damit zu fahren und dass mir das Fahrzeug sicher auf ein Top-Niveau bringen kann. Danke. Danke auch.